In diesem Video zeige ich euch, wie ihr WhatsApp, Snapchat, Instagram, TikTok und Twitch am besten einstellt, wenn ihr eure Privatsphäre schützen wollt. Ihr könnt euch mit den Kapitelmarken auch direkt zu der App durchklicken, die euch am meisten interessiert. Wir starten mit WhatsApp. Um in die Privatsphäre-Einstellungen zu gelangen, öffnest du die App und wählst die drei Punkte oben rechts aus. Wähle nun Einstellungen und dann Datenschutz. Zunächst einmal kannst du einstellen, ob andere sehen sollen, wann du zuletzt online warst. Vielleicht kennst du ja die kleine Anzeige im Chatfenster unter dem Namen deines Chatpartners, wo dann so etwas steht wie zuletzt online heute um 10 Uhr oder gerade online. Wenn du nicht möchtest, dass andere das sehen können, kannst du das hier ändern und auswählen, ob alle, meine Kontakte außer oder niemand deinen Online-Status sehen darf. Wenn du diese Infos nicht mit anderen teilst, kannst du sie aber bei deinen Kontakten auch nicht mehr sehen. Du kannst weiterhin einstellen, wer dein Profilbild oder deinen Infotext sehen darf und, etwas weiter unten, wer dich zu Gruppen hinzufügen kann. Auch hier hast du jeweils die Möglichkeit zwischen alle, meine Kontakte außer und niemand. Mit der Einstellung Meine Kontakte machst du hier alles richtig. So können Leute, die du kennst und die deine Nummer haben, deine Inhalte sehen. Fremde, die irgendwie an deine Nummer gekommen sind, allerdings nicht. Auch im Menüpunkt Status kannst du ziemlich genau bestimmen, wer deinen täglichen Einblick in dein Leben sehen darf. Besonders cool, hier kannst du spezielle Kontakte auswählen, die den Status nicht sehen dürfen. Beispielsweise deine Lehrer oder dein Chef auf der Arbeit. Oder andersherum nur deine engsten Freunde auswählen. Hier einige Leute auszuwählen, die deinen Status nicht sehen dürfen, kann sehr sinnvoll sein. Geh deine Kontaktliste am besten mal durch. Der Schieberegler bei Lesebestätigung bestimmt, ob andere sehen können, ob du deren Nachrichten schon gelesen hast. Dies erkennt man normalerweise an den blauen Haken hinter einer Nachricht. Deaktivierst du den Schieberegler, kann also niemand deiner Kontakte mehr die blauen Haken bei dir sehen. Fairerweise kannst du das bei anderen aber auch nicht mehr. Wir finden diese Einstellung super praktisch, weil sie einem viel Stress sparen kann, zum Beispiel, weil jemand sauer ist, dass du noch nicht geantwortet hast, du aber gerade beschäftigt bist. Dass eine Nachricht zugestellt wurde, kann man allerdings an zwei grauen Haken schon erkennen. Nun zum Punkt selbstlöschende Nachrichten. Das ist eine relativ neue Funktion bei WhatsApp. In den Einstellungen kannst du auswählen, dass in allen oder in ausgewählten Chats deine Nachrichten nach 24 Stunden, 7 Tagen oder 90 Tagen automatisch gelöscht werden. Es gibt aber einiges zu beachten. Selbstlöschende Nachrichten können nämlich trotzdem gescreenshottet oder weitergeleitet werden. Und auch wenn du direkt auf eine Nachricht antwortest und die alte Nachricht als Zitat oben angeheftet wird, kann es sein, dass dieses Zitat auch nach der Frist noch angezeigt wird. Wenn du Medien wie beispielsweise Fotos als selbstlöschende Nachricht sendest, ist es aktuell so, dass iPhone-Nutzer diese Bilder nicht screenshotten können. Bei einigen Android-Geräten ist es aber möglich. Du solltest also auch selbstlöschende Nachrichten und Bilder nicht unbedacht weitersenden, sondern nur an Leute, denen du vertraust. Jetzt noch eine weitere interessante Einstellung. Unter Einstellungen, Benachrichtigungen kannst du auswählen, ob dir dein Handy eine Push-Benachrichtigung senden soll, wenn du in einem Einzel- oder Gruppenchat eine neue Nachricht bzw. eine Reaktion auf eine von dir gesendete Nachricht erhalten hast. Gerade wenn du dazu neigst, dich schnell von deinem Handy ablenken zu lassen, kann es hilfreich sein, das abzustellen. So verhinderst du zudem, dass andere Personen aus Versehen einen Teil deiner Konversation mitbekommen, wenn sie gerade auch auf dein Handy sehen. Weiter geht's mit Snapchat. Um in die Privatsphäre-Einstellungen zu kommen, wähle zunächst oben links den kleinen Kreis mit deinem Bitmoji aus. Nun gelangst du in dein Profil. Über das Zahnrad oben rechts kommst du in die Einstellungen. Scrolle ein wenig nach unten, bis du zum Menüpunkt Datenschutzkontrolle gelangst. Unter Mich kontaktieren kannst du auswählen, wer die Nachrichten schreiben darf. Du hast die Auswahl zwischen Jeder, Freunde und Kontakte und Freunde. Freunde sind Personen, die du auf Snapchat geaddet hast. Zu deinen Kontakten zählen alle Personen, deren Nummer du auf deinem Smartphone eingespeichert hast. Wähle einer dieser beiden Optionen aus, denn sonst kann dich jeder, also auch Fremde, kontaktieren. Das kann auf Snapchat leider oft schiefgehen. Gut, dass du dich in diesen Einstellungen davor schützen kannst. Zudem kannst du auswählen, ob nur du oder auch deine Freunde deinen Bitmoji-Avatar benutzen dürfen und wer deine Stories ansehen darf. Unter Benutzer definiert kannst du dabei gezielt Personen aus deinen Snapchat-Kontakten auswählen. Unter Mich unter Vorschläge finden kannst du per Haken auswählen, ob du in den Freundschaftsvorschlägen anderer Personen auftauchen möchtest, die beispielsweise die gleichen Freunde haben wie du.
Und nun zum vielleicht wichtigsten Punkt, meinen Standort anzeigen. Wir würden dir empfehlen, hier den Geistermodus auszuwählen. Andernfalls können deine Snapchat-Freunde mithilfe der SnapMap jederzeit nachvollziehen, wo genau auf der Welt du dich gerade aufhältst. Zudem solltest du wissen, dass es auch vollkommen Fremden über die SnapMap möglich ist, deine Stories anzusehen und darüber deinen Aufenthaltsort zu erfahren. Nämlich dann, wenn du deine Story mit der SnapMap verknüpfst. Dann kann man auch auf dein Profil gelangen und dich gegebenenfalls anschreiben, wenn du das nicht deaktiviert hast. Überlege dir also gut, welche bzw. ob du überhaupt Inhalte über die SnapMap teilst. Wenn du dennoch möchtest, dass enge Freunde von dir deinen Standort sehen können, solltest du das im Unterpunkt nur diese Freunde auswählen. Kommen wir nun zu Instagram. Gehe dafür auf dein Instagram-Profil und wähle oben rechts das Bürgermenü aus. Wähle Einstellungen und dann Privatsphäre. Als erster wichtiger Tipp von uns, aktiviere das private Konto. Denn dann können nur Leute deine Inhalte sehen, die du vorher bei einer Follower-Anfrage bestätigt hast. Achtung, Leute, die dir schon folgen, können weiterhin deine Inhalte sehen. Wenn du auf Nummer sicher gehen willst, dann schau am besten mal deine Abo-Liste durch und entferne Leute, die auf deinem privaten Profil keinen Zugriff auf deine Posts, Stories und Reels haben sollen. Für unter 18-Jährige, die sich ab 2021 angemeldet haben, ist das Konto standardmäßig auf privat gestellt. Mit dem privaten Konto hast du schon eine Menge Kontrolle darüber, wer deine Inhalte sehen kann. Es gibt aber noch viele weitere Einstellungen, die sehr nützlich sein können. Bei dem Punkt Nachrichten, Kommentare verbergen kannst du einstellen, dass beleidigende und anstößige Kommentare oder Nachrichtenanfragen von TikTok automatisch verborgen werden. Unserer Erfahrung nach funktioniert dieses Tool aber nicht hundertprozentig zuverlässig. Deswegen empfehlen wir dir, zusätzlich auch eigene Begriffe und Emojis zu definieren, die dann nicht angezeigt werden. Beispielsweise wird das durchgestrichene 18-Emoji häufig von programmierten Fake-Profilen, sogenannten Sexbots, verwendet. Um dich vor diesen Sexbots und anderen unangenehmen Nachrichtenanfragen zu schützen, kannst du unter Nachrichten, ein wenig weiter unten, zudem einstellen, ob du Nachrichtenanfragen überhaupt bekommen möchtest und wer dich zu Gruppenchats hinzufügen darf. Bist du genervt, weil eine Person ständig gemeine Kommentare schreibt oder dich auf komischen Bildern verlinkt? Unter Kommentare kannst du bestimmte Personen blockieren. Diese können deine Bilder also nicht mehr kommentieren. Unter Beiträge kannst du auswählen, wer dich in Beiträgen markieren darf. Und unter Erwähnungen kannst du auswählen, wer dich mit dem Ad in Beschreibungstexten erwähnen darf. Außerdem kannst du einstellen, welche Personen deine Stories und Live-Videos sehen können, beziehungsweise wie sie damit interagieren können. Klicke hierfür einfach mal auf den Punkt Story bzw. Live. Seit einiger Zeit gibt es bei Instagram auch Guides, in denen du deine liebsten Instagram-Beiträge sowie Produkte und Orte gesammelt in deinem Profil präsentieren kannst. Unter dem Punkt Guides kannst du auswählen, ob andere deine Beiträge in ihren Guides verwenden dürfen oder nicht. Weiterhin kannst du auch entscheiden, wer bestimmte Kontoinformationen über dich sehen darf. Wenn du zum Beispiel nicht möchtest, dass andere sehen können, ob du gerade bei Instagram online bist, kannst du das unter Aktivitätsstatus per Schieberegler ausschalten. Und unter Beiträge kannst du auswählen, dass niemand sehen kann, wie viele Gefällt-mir-Angaben und Aufrufe deine Bilder und Videos erzielt haben. Es gibt aber noch einige andere interessante Dinge, die du in den Einstellungen bei Instagram finden kannst. Wenn du zum Beispiel schon einmal das Problem hattest, dass dir Vorschläge in deinem Feed oder Reels angezeigt wurden, die du zu krass fandest, beispielsweise weil es da um Sex, Gewalt oder um Drogen ging, dann kannst du unter Konto, Einstellungen für sensible Daten bestimmen, dass du weniger solche Inhalte sehen willst. Wähle dafür in der Auswahl einfach weniger sensible Inhalte aus. Unter Werbeanzeigen, Daten von Partnern zu deiner Aktivität, kannst du auswählen, ob Facebook und Instagram dir personalisierte Werbung anzeigen dürfen. Personalisierte Werbung ist genau auf dich und deine Interessen zugeschnitten. Dies kann Instagram durch dein Verhalten in der App meist ziemlich gut. Personalisierte Werbung kann dich also eher zum Kauf verleiten und wenn du das nicht möchtest, schalte es hier aus. Und falls du dich gefragt hast, wie manche Personen sich bei Instagram einen eigenen Avatar erstellen konnten, unter Konto Avatar kannst du dir deinen eigenen Avatar zusammenbauen und später als Sticker in Nachrichten und Stories verwenden. Als nächstes kommt TikTok. Zunächst einmal ist es sehr wichtig, dass du bei der Anmeldung bei TikTok dein richtiges Alter angibst. Je nachdem gibt es nämlich schon bestimmte Voreinstellungen, die deine TikTok-Nutzung angenehmer machen. Welche Voreinstellungen das genau sind, werden wir jeweils in den einzelnen Einstellungen erklären.
Übrigens, wenn TikTok herausfindet, dass du bei der Angabe deines Alters gelogen hast, kann es passieren, dass dein Account gesperrt wird. Sei also bei der Anmeldung gleich ehrlich. Dein Alter kann im Nachhinein auch nicht mehr geändert werden. Um in die Einstellungen zu gelangen, gehst du zuerst auf dein Profil und wählst das Bürgermenü oben rechts. Klicke nun auf Einstellungen und Datenschutz und dann Datenschutz. Als erster wichtiger Tipp von uns, aktiviere das private Konto. Denn dann können nur Nutzer deine Videos und Inhalte sehen, die du vorher in einer Follower-Anfrage bestätigt hast. Bestehende Follower können aber weiterhin deine Inhalte sehen. Wenn du unter 16 Jahre alt bist, ist das private Konto schon voreingestellt. Mit der Einstellung privates Konto hast du schon einmal eine Menge Kontrolle darüber, wer deine Inhalte sehen kann. Es gibt aber noch viele weitere Einstellungen, die sehr nützlich sein können. Überlege dir zum Beispiel, ob du den Aktivitätsstatus deaktivieren möchtest. Ansonsten können Leute, denen du ebenfalls folgst, sehen, ob du gerade online bist, wenn diese ebenfalls den Status aktiviert haben. Hat schon einmal jemand etwas Peinliches oder Unangebrachtes unter dein Video geschrieben? Mit diesen Einstellungen schützt du dich. Wähle den Punkt Kommentare. Hier kannst du einstellen, wer deine Videos und Stories kommentieren darf. Jeder TikTok-Nutzer, Freunde oder niemand. Für unter 16-Jährige stehen nur die zwei letzten Optionen zur Auswahl. Betätigst du den Schieberegler bei Alle Kommentare filtern, werden Kommentare zukünftig nur noch sichtbar, wenn du sie genehmigst. Wenn dir das zu krass ist, kannst du aber auch gezieltere Einstellungen treffen. Unter Ausgewählte Kommentartypen filtern werden unangemessene oder beleidigende Inhalte, obszöne Ausdrücke und Schimpfwörter oder Werbung und Spam von TikTok automatisch herausgefiltert. Du kannst hier einstellen, wie streng TikTok Kommentare dieser jeweiligen Kommentarkategorien unter deinen Videos filtern soll, bevor sie gepostet werden. Außerdem kannst du Stichwörter filtern, die vor der Veröffentlichung erst von dir genehmigt werden müssen. Wenn dir zum Beispiel manche Wörter oder scheinbare Komplimente wie sexy unangenehm sind, kannst du diese filtern lassen. Auch wenn solche Filter nicht perfekt sind und auch immer mal wieder Fehler passieren, bieten sie trotzdem einen gewissen Schutz und sind deswegen empfehlenswert. Unter dem Punkt Erwähnungen und Markierungen erhältst du die Kontrolle darüber, wer dich in Videos oder aber in Beschreibungen, auf Stickern, in Kommentaren und Stories erwähnen darf. Betätigst du den Schieberegler bei Wenn du erwähnt wirst, erhältst du zukünftig eine Benachrichtigung in deinem Postfach, wenn jemand deinen Beitrag geliked oder kommentiert hat, in dem du verlinkt bist. Unter dem Punkt Direktnachrichten kannst du entscheiden, wer dir schreiben darf. Für unter 16-Jährige sind die Privatnachrichten generell gesperrt. Bei unter 18-Jährigen ist die Funktion standardmäßig auf Niemand eingestellt, kann aber auf Freunde angepasst werden. Betätigst du den Schieberegler bei gefilterte Anfragen, werden von TikTok als verdächtig eingestufte Personen nur noch in einer anderen, separaten Nachrichtenkategorie angezeigt und du erhältst keine Benachrichtigung, wenn sie dir schreiben. In den folgenden zwei Einstellungen kannst du entscheiden, wer mit deinen Videos ein Duett oder einen Stitch aufführen kann. Du hast jeweils die Auswahl zwischen alle Follower, denen du ebenfalls folgst, oder nur ich. Bei Videos von unter 16-Jährigen ist die Stitch- und Duett-Funktion gesperrt. Weiterhin kannst du einstellen, ob andere sehen dürfen, wem du folgst und welche Videos dir gefallen. Außerdem findest du noch die Einstellung Beitragsaufrufverlauf. Ist diese Einstellung aktiviert, können deine Follower sehen, wie häufig du ihre Videos angesehen hast und andersherum. Stell sie also aus, wenn es dir unangenehm ist, dass andere sehen können, wie oft du ihre Beiträge angeschaut hast. Für junge Nutzer der App gibt es außerdem noch einige weitere Voreinstellungen. Zum Beispiel können Videos erst ab 16 Jahren aus der App heruntergeladen werden und erst ab 18 Jahren können virtuelle Geschenke gekauft oder erhalten werden. Push-Benachrichtigungen werden für Jugendliche zwischen 13 bis 15 Jahren ab 21 Uhr deaktiviert und für 16- bis 17-Jährige ab 22 Uhr. Das waren die wichtigsten Privatsphäre-Einstellungen, die du unbedingt einmal durchgehen solltest. Wenn du nun zurück auf die Hauptseite von Einstellungen und Datenschutz gehst, findest du aber noch einige weitere interessante Einstellungen. Wähle doch zum Beispiel mal den Punkt Inhaltspräferenzen aus. Hier kannst du den eingeschränkten Modus einschalten, dann werden dir zukünftig weniger Videos auf deiner Für-Dich-Seite angezeigt, die dich erschrecken könnten. Um den Modus zu aktivieren, musst du einen vierstelligen Code eingeben. Bei dem Punkt Anzeigen kannst du per Schieberegler einstellen, dass dir keine personalisierte Werbung mehr angezeigt werden soll. Das ist Werbung, die speziell auf dich zugeschnitten ist und dich entsprechend eher zum Kauf eines Produktes verleiten soll.
Ertappst du dich manchmal dabei, dass du TikTok viel länger benutzt, als du es dir eigentlich vorgenommen hast? Wähle Bildschirmzeit, um deine TikTok-Nutzung ein bisschen besser kontrollieren zu können. Du kannst hier entweder tägliche Bildschirmzeiten einrichten oder Bildschirmzeitpausen festlegen. Du hältst dann jeweils eine Erinnerung von TikTok, wenn diese Zeiten oder Pausen erreicht sind. Jetzt schauen wir uns noch Twitch an. Um in die Privatsphäre-Einstellungen zu gelangen, klickst du auf deiner Startseite oben rechts auf den grünen Button mit der Figur. Wähle dann Einstellungen. Hier findest du viele Optionen, die für dich auf jeden Fall relevant sind. Egal, ob du selber nur zuschaust oder ob du selber streamst. Ist dir bei Twitch schon mal jemand richtig auf die Nerven gegangen? Im Punkt Sicherheit und Privatsphäre kannst du unangenehme Nutzerinnen und Nutzer blockieren. Weiterhin kannst du dort einstellen, ob du Flüsternachrichten von unbekannten Nutzenden bekommen willst. Standardmäßig ist das ausgeschaltet. Das ist auch sicherer so. Wir empfehlen dir zudem, die Geschenkabonnements von fremden Kanälen zu deaktivieren. Diese erhalten durch das Abo sonst die Möglichkeit, dich zu kontaktieren. Weiterhin kannst du entscheiden, welche Kontoinformationen über dich sichtbar sein sollen. Zum Beispiel, ob andere deine Abzeichen für das Verschenken eines Abos beziehungsweise die Anzahl verteilter Geschenkabos sehen sollen oder nicht. Auch über die Sichtbarkeit deines Abonnementstatus für einen anderen Kanal oder das Gründerabzeichen kannst du selbst entscheiden. Gehe nun einen Schritt zurück und wähle oben die Kategorie Benachrichtigungen aus. Klickst du oben auf Intelligente Benachrichtigung, kann Twitch erkennen, ob du gerade online bist oder nicht und sendet dir die Benachrichtigung je nachdem direkt auf die Webseite oder in dein E-Mail-Postfach oder auf dein Handy. Du kannst außerdem ganz genau auswählen, wann Twitch dir eine Benachrichtigung senden soll. Beispielsweise, wenn ein Kanal, dem du folgst, live geht oder wenn dich jemand als Gast zu einem Stream einlädt. Wenn du zukünftig für manche Situationen keine extra Benachrichtigung erhalten willst, kannst du das hier einrichten. Wenn du selber streamst, gibt es noch viele weitere wichtige Einstellungen für dich. Gehe dafür auf den Punkt Kanal und Videos. Nun öffnet sich eine neue Seite. Links kannst du nun Moderation auswählen. Wähle als erstes den Punkt Automod-Regelsätze aus. Hier kannst du über verschiedene Stufen einstellen, wie stark Chatnachrichten, die möglicherweise problematisch sein könnten, in deinen Streams zurückgehalten werden sollen. Zudem kannst du individuell für die Themen Feindseligkeit, Diskriminierung und Verunglimpfung, sexuelle Inhalte sowie Obszönität die Stärke der Filterung auswählen. Twitch erkennt durch maschinelles Lernen, welche Kommentare in diese Kategorien gehören könnten. Diese Kommentare müssen von Moderatoren zunächst bestätigt werden, bevor sie im öffentlichen Chat erscheinen. Über den Punkt Blockierte Begriffe kannst du zudem ganz individuell auswählen, ob etwas automatisch herausgefiltert werden soll. Etwas weiter unten kannst du externe Links blockieren, welche nicht von dir, deinen Moderatoren, Admins oder VIPs gepostet werden. Das kann verhindern, dass deine Zuschauerinnen und Zuschauer auf unsichere Webseiten weitergeleitet werden. Im Bereich Kanalrechte kannst du zudem auswählen, ob Nutzerinnen und Nutzer eine verifizierte E-Mail-Adresse oder Telefonnummer benötigen, bevor sie etwas in deinen Chat schreiben dürfen. Das würden wir dir auf jeden Fall empfehlen. Geht doch die Einstellungen am besten direkt an eurem Gerät durch und falls ihr Fragen habt, schreibt sie gerne in die Kommentare.